Wir hatten einen kleinen Ausflug mit der Mannschaft. Wir waren auf dem Oktoberfest und da ich Münchner bin, hat mich das sehr gefreut, in der Heimat gewesen zu sein. Wir hatten einen super Abend, super entspannt und haben die Familie und Freunde auch gesehen. Nein, genutzt nicht, aber da ja am Sonntag das Finale war vom Ryder Cup, Europa gegen Amerika, habe ich mir das auf der Couch dann am Sonntag schön gemütlich angeguckt und habe den Sieg von Europa natürlich genossen. Die Konzentration, du musst für jeden Schlag dich voll konzentrieren, du darfst den Rhythmus nicht verlieren und das finde ich Wahnsinn. Es ist körperlich nicht wirklich anstrengend, aber für den Kopf ist es sehr, sehr intensiv und ich finde es eine super Ablenkung für uns Fußballer und macht einfach riesigen Spaß. Ja, persönliche Situation ist ganz gut momentan. Ich stehe auf dem Platz, ich kann der Mannschaft helfen. Auf welcher Position ich mich jetzt am wohlsten fühle, ist mir eigentlich egal. Der Trainer entscheidet, wo er mich aufstellt, ob im defensiven Mittelfeld, ob Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Ich versuche nur der Mannschaft zu helfen mit der bestmöglichen Leistung, die ich abliefern kann. Und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Gut, das defensive Mittelfeld und Innenverteidiger unterscheidet sich nicht wirklich miteinander. Aber Außenverteidiger, da musst du dann schon längere Läufe machen, dass du dich nach vorne mit einschalten kannst. Es war am Anfang eine Umstellung. Aber ich glaube, dass ich das dann schon irgendwie hinbekommen habe. Schalke ist immer eine schwierige Mannschaft zum Spielen, die haben super Individualisten drinnen. Ich glaube, wir müssen unsere Top-Leistung wieder abliefern. Aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir das Ding gewinnen werden und dann weiter ungeschlagen durch die Saison gehen. Ich weiß nicht, ob da der Trainer mal mit Adam sprechen wird, aber ich denke schon, der Adam weiß ja, wie die Schalker spielen, was die Philosophie von denen ist. Aber wir schauen nicht auf den anderen Gegner, wir schauen auf uns, versuchen unsere Leistung zu bringen und dann ist immer schwierig, gegen uns zu gewinnen.